Wo ist das Glück? Sicherlich willst du glücklich sein, oder? Wenn wir doch nur wüssten, wo sich dieses Glück versteckt hat. Gibt es einen Ort dafür? Ich würde sagen, ja, den gibt es. Und es gibt auch bestimmte Verhaltensweisen, die dein Glück anfeuern können. Komm mit, wir suchen jetzt einfach mal danach und stellen uns ein paar Fragen. Zunächst einmal, was ist Glück überhaupt? Egal wie du es nennst, Glück, Frieden, im Einklang sein, Freude, Ekstase. Lass uns einfach sagen, es gibt angenehme, lebensbejahende Gefühle und Gedanken und unangenehme Gefühle wie Wut, Scham, Schuld, Stress. Uah. Die fühlen sich nicht so gut an, oder? Und die anderen? Die fühlen sich super an. Und das? Was sich gut angefühlt hat, davon wollen wir alle mehr, oder? Richtig? Richtig. Ich denke, du weißt, wie sich angenehme Gefühle anfühlen. Und ab und zu erhaschen wir sogar so einen ekstatischen Moment. Und sobald dieser Moment verschwunden ist, fragen wir uns, ach, warum kann ich mich eigentlich nicht immer so fühlen? Okay, an wem liegt es denn, sich so zu fühlen? An dir, oder? Es liegt an dir, dich glücklich zu fühlen. An wem sollte es auch sonst liegen? Denk mal bitte an einen mega schönen Moment in deinem Leben. Erinner dich zurück an diesen Moment. Was hast du da gemacht? Wo warst du? War jemand bei dir? Was ist um dich herum passiert? Schien die Sonne oder hat es geregnet? War es kalt? War es warm? Es gibt Menschen, die sind glücklich, wenn die Sonne scheint. Es gibt aber auch Menschen, die sind glücklich, wenn es regnet. Es gibt Menschen, die sind glücklich, wenn sie mit Person A zusammen sind. Dieselbe Person A verursacht bei einem anderen Menschen aber wiederum ein unangenehmes Gefühl. Stell dir vor, wir fliegen 4000 Meter über dem Boden in einem kleinen Flugzeug. Alles wackelt, alles schaukelt von links nach rechts, von links nach rechts. Dann mache ich die Tür auf und sage dir, spring! Du hast natürlich einen Fallschirm, okay? Spürst du jetzt ekstatische Freude? Oder wird dir schlecht und du wirst vielleicht sogar ohnmächtig dabei? Zwei Menschen, selbe Situation, der eine ist glücklich, der andere nicht. In den Situationen, also in der äußeren Welt allein, liegt das Glück nicht versteckt. Es ist höchst individuell, wie ein Mensch auf eine Situation reagiert. Das Glück ist also abhängig von dem Menschen, von dir, von deiner inneren Welt. Ist das wirklich so? Kann ich mir da sicher sein? Du kannst dir mit vielen Sachen im Leben einfach nicht sicher sein. Ich weiß. Weißt du zum Beispiel, wo oben und wo unten ist? Jetzt wirst du sagen, ja klar, oben ist da, wo der Himmel ist. Und unten ist da, wo die Erde ist. Aber du weißt schon, dass sich diese Erde die ganze Zeit dreht? Zu einem gegebenen Zeitpunkt magst du recht haben und du schaust wirklich nach oben. An einem anderen Zeitpunkt wiederum nicht. Erkenntnisse, die wir heute haben, könnten morgen wieder erneuert werden. Weil wir wiederum andere Erkenntnisse haben, die alles an das, was wir bisher geglaubt haben, in Frage stellen. Aber was du mit großer Sicherheit sagen kannst, es gibt ein Außen und es gibt ein Innen. Aber weißt du was? Menschen, die den sogenannten Erleuchtungszustand erreicht haben, sagen, dass sich dann auch diese Grenze aufhebt. Na toll, wieder keine Sicherheit. Alles, was du erfährst und was sich als Außen anfühlt, erfährst du wo? In dir drin. Bilder, die du siehst, werden erst zu Bildern in deinem Kopf. Du schaust dir jetzt gerade dieses Video an und denkst, es ist hier im Draußen. Aber tatsächlich wird das Bild gerade in deinem Gehirn gemacht. Wo hörst du meine Stimme? In dir selbst. Wo hast du die gesamte Welt gesehen? In dir selbst. Hast du je irgendetwas außerhalb von dir selbst erlebt? Wahrscheinlich nicht. Alles, was du bisher erlebt hast, ist in dir passiert. Angenehme und unangenehme Gefühle und Gedanken ebenso. Schmerz und Genuss, Leid und Freude,
Langeweile und Ekstase. Alles in dir. Also nochmal die Frage: Hast du jemals etwas außerhalb von dir selbst erlebt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wo erlebst du dann das Glück? Das Glück, wonach wir alle suchen. Von wem ist das Glück also abhängig? Und bitte, das ist ein entscheidender Punkt. Viele Menschen machen ihr Glück abhängig vom Außen. Und damit, tut mir leid, werden sie zu Sklaven. Und du bist kein Sklave, um das klarzustellen. Du bist ein kraftvolles Wesen mit unendlicher Energie. Wenn ich dir ab morgen vorschreiben würde, was du anziehen sollst, wie fändest du das? Wenn ich dir ab morgen vorschreiben würde, was du essen sollst, wie fändest du das? Und um 8 Uhr bist du wieder zu Hause, hast du verstanden? Mal Spaß beiseite, sicherlich fändest du das nicht so toll. Ich, als außenstehende Person, entscheide also, was am besten für dich ist. Und so geht es vielen Menschen, weil sie selbst nicht über sich und ihr Leben entscheiden. Sie warten darauf, dass der Chef, der Partner, die Gesellschaft für sie entscheiden. Für sie entscheiden. Wenn das so ist, liegt Unglück und Glück nicht mehr in ihrer Hand, sondern in den Händen anderer. Dann sagen sie irgendwann, ich bin nicht glücklich, weil mein Chef, mein Partner so ist, wie er eben ist. Oder weil ich in diesem System groß geworden bin. Nein, nein, nein. Du sitzt am Lenkrad deines Lebens. Niemand anderes. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Du darfst entscheiden. Du darfst glücklich sein. Glücklich sein. Also erlaube dir auch, dich zu entscheiden. Und erlaube dir auch, glücklich zu sein. Glücklich zu sein. Manchmal kommt dieser Druck auch von einem selber. Vielleicht kennst du Sätze wie, ich bin erst glücklich, wenn ich meine erste Million habe. Wenn ich Kinder habe, wenn ich meinen Traum erreicht habe, wenn ich dies, das und jenes geschafft habe. Ist das nicht ebenfalls eine Versklavung? Nur ausgelöst von einem selbst? Von einem selbst? Du bestimmst, was in dir passiert. Und wenn du bestimmst, was in dir passiert, wie nimmst du dann diese Welt wahr? So wie du sie wahrnehmen willst, oder? Bewusst oder unbewusst? Die Welt ist nicht, wie sie ist. Die Welt ist, wie du bist. Ich weiß, du kannst nicht alles, was auf dieser Welt passiert, steuern. Aber wie du diese Ereignisse wahrnimmst, wie du diese Welt siehst, ob du glücklich bist oder nicht, das liegt an dir. Du darfst dein Leben in die Hand nehmen und glücklich sein. Wenn du es nicht tust, dann kommen vielleicht andere und versuchen, dein Leben für dich in die Hand zu nehmen. Und vielleicht machen sie das gar nicht bewusst. Unterstellen wir ihnen mal nichts Böses. Also, du bestimmst, was in dir passiert. Erlaube dir, glücklich zu sein. Und du wirst glücklich sein. Das Glück war, ist und wird immer nur an einem bestimmten Ort sein. In dir. Du bist das Glück. Wenn du es zulässt.